Herzlich willkommen zurück zu Donkey Kong Country Tropical Freeze, meine lieben Freunde. Und wir wollen direkt mit dem ersten geheimen Level beginnen, beziehungsweise das erste Level, was per geheimer Ausgang erreichbar war, nämlich Hip Hop Hurra. Und ich möchte ein bisschen was klarifizieren, was ich im letzten Video gesagt habe. Da war ich nämlich, glaube ich, ein bisschen unklar. Von daher entschuldigt an dieser Stelle. Ich hatte ja angedeutet, dass es ungewöhnlich ist, dass Donkey Kong, ich sag mal, Elemente von Super Mario übernimmt, wenn doch in Wirklichkeit Donkey Kong in der Regel selbst ziemlich innovativ ist. Ich meine, das muss ich natürlich klarstellen. An sich mag das vielleicht stimmen, ja, dass Donkey Kong ein sehr kreatives Spiel ist, aber die Grundprämisse natürlich dieses Spieles steht ganz auf Super Mario. Ja, die Idee, dass wir sozusagen die Idee, dass wir ein Ziel haben, dass wir ein zweites Level haben, was von links nach rechts verläuft, dass das Ziel ist, das Ende des Levels abzuschließen, dabei eine bestimmte Anzahl von Sachen im Level jeweils zu finden, eine Weltenkarte zu haben, Level auf dieser Weltenkarte zu haben, die wir nach und nach betreten müssen. Das alles ist natürlich etwas, was Donkey Kong vor allem als Erbe von Super Mario Bros. 3 und Super Mario World übernommen. Das will ich auch gar nicht an dieser Stelle leugnen. Außerdem hatte natürlich schon Super Mario World geheime Ausgänge, wie wir wissen. Von daher könnte man auch sagen, dass Donkey Kong einfach ein bisschen spät dran war, was die Idee für geheime Ausgänge angeht. Und das alles ist ultra fair, versteht mich nicht falsch. Das Einzige, was mir dabei ein bisschen auffällt, ist einfach diese Nummerierung, die eben in Buchstaben erfolgt statt in Zahlen. Also es ist eigentlich keine Nummerierung, sondern mehr oder weniger eine Buchstabierung, wenn man es so sehen möchte. Und das ist doch ziemlich ungewöhnlich für Donkey Kong, dass man Sachen so direkt übernimmt. Und diese Buchstabierung, sage ich mal, kam eben erst in den New Super Mario Bros. Teilen zum Tragen. Denn davor hatte man vor allem geheime Ausgänge, welche einen zu, ähnlichen Leveln geführt hat. Also entweder gleiche Level, die wir schon hatten in Super Mario World, oder zum Beispiel zwar geheime Level, die aber dann einfach nur Secret hießen und nicht mit Buch und nicht buchstabiert waren. Und das ist eben das, wo ich hier sage, hier merkt man schon sehr eindeutig den Einfluss von Super Mario Bros., der auf dieses Spiel lastet, weil bei dem sich dann die Level ebenfalls buchstabiert hat. Nicht, dass es schlimm ist. Oh Gottes Willen. Das stört mich nicht im geringsten, dass man das gemacht hat. Und im Gegenteil, ich finde an sich profitiert Donkey Kong deutlich davon, auch geheime Level zuzulassen, auch die Möglichkeit zuzulassen, dass man sich sozusagen in den einzelnen Leveln, oh shit, noch ein bisschen besser umschaut, noch ein paar extra Sachen findet und so insgesamt einfach zu einem besseren oder zu einer besseren Erkundung der Welt beiträgt, sondern hier auch des jeweiligen Levels. Das eine baut dann aufs andere auf und macht das Ganze wirklich interessant. Ich sage nur, dass es mir in diesem Fall eben besonders auffällt. Nicht, dass es auch nur ansatzweise schlimm sei. Wollte ich aber nur nochmal klarifizieren, da wie gesagt, ich glaube, da habe ich mich ein bisschen ungeschickt ausgedrückt letztes Mal. Aber gut, ihr seht, dieses Level ist ziemlich interessant aufgebaut und wir haben mit diesem Lianen, ich sag mal, Gleiten eine ganz neue Fähigkeit. Denn dieses Lianengleiten war zwar etwas, was wir schon mehr oder weniger davor hatten, das war jedoch schon immer wesentlich simpler gehalten, sage ich mal. Also wir hatten ja schon im allerersten Donkey Kong Country, im, glaube ich, zweiten Level damals schon die Fähigkeit, uns mit Lianen fortgeschwungen haben zu geben. Das sah noch nicht wirklich aus wie Lianen, sondern mehr wie Seile. Aber diese Grundidee war schon immer vorhanden, weil, ich meine, klar, es ist ein Affe lebt im Dschungel, es macht nur Sinn, dass dieser Affe sich mit Lianen fortbewegt. Hier ist jetzt neu, dass man hingegen die Lianen nicht nur sozusagen als Schwingmittel benutzen kann, um so weiter vor oder nach vorne zu kommen, sondern dass man auch praktisch an ihnen runterrollen kann, beziehungsweise sie wie hier flach dastehen und wir das sozusagen als Fortbewegungsmittel verwenden können, ohne dass sich die Liane an sich bewegt. Dann sehen wir, gleiten einfach an der Liane entlang. Was doch eine ziemlich interessante Verwendung, sage ich mal, dieses doch simple Konzept ist, wohingegen das gegenüber steht natürlich diese
schwingende Liane gegenüber der sehr, sehr fest oder der gleitenden, feststehenden Liane. Das ist allgemein, was man so mit diesem Spiel beobachten wird. Dieses Spiel arbeitet extrem gut damit, Ideen, die bereits früher da waren, noch... Oh Mist, jetzt habe ich das übersehen. Aber ist nicht schlimm, das war jetzt nichts Entscheidendes. Ideen, die schon vorher da waren, nochmal viel, viel epischer auszubauen, als sie in den allermeisten Fällen waren. Ich würde jedenfalls sagen, dass dieses Donkey Kong Country definitiv mit den Donkey Kong Countries, die bereits da sind, die drei auf dem Super Nintendo und natürlich mit Returns locker mithalten kann. Und ja, es ist durchaus eines dieser Spiele, die an den originalen Zauber wirklich anknüpfen können. Donkey Kong Country Returns war kein schlechtes Spiel, versteht mich nicht falsch, aber es war doch ein Spiel, was, ich sag mal, sehr darauf bedacht war, es zunächst sicher zu spielen, das zu verwalten, was dazu ist. Eine Art Soft-Reboot vom ersten Donkey Kong Country-Teil zu machen. Wohingegen dieses Spiel nun, da Donkey Kong Returns so gut ankam, sich so viel mehr traut und es zeigt sich einfach. Dieses Spiel ist in so vielerlei Hinsicht fantastisch und ich kann kaum erwarten, euch so die vielen, vielen Vorteile davon zu zeigen. Eines davon, wie gesagt, der schöne individuelle Soundtrack pro Level, die sehr schön gestalteten Levelkarten, die sich jeweils an einen bestimmten Insel-Theme anpassen, die doch ziemlich langen Level. Wir haben die längsten Level aller Donkey Kong Countries, definitiv. Nicht die meisten. Die meisten haben wir immer noch in Donkey Kong Country Returns. Da hatten wir, selbst in der Wii-Version, mehr Level als hier, aber wir haben hier trotzdem eine gute Anzahl, eben weil in jeder Welt Minimum eigentlich, außer jetzt in der Spezialwelt, 9 Level sich beherbergen. Aber gut, wir werden noch genau sehen, worauf das alles hinauslaufen wird und auch was die Probleme mit ein paar Punkten sein könnte. Natürlich ist dieses Spiel auch nicht perfekt. Es gibt gerade auch mit den langen Leveln durchaus ein gewisses Problem, sage ich mal, wo ich auch hoffe, dass eine eventuelle Switch-Version, sollte diese erscheinen und sollte sie zum Zeitpunkt dieser Aufnahme bereits angekündigt sein, dann okay, cool, dann weiß ich das. Aber sollte sie bis dahin noch nicht angekündigt sein, hoffe ich, dass auf jeden Fall eine Switch-Version kommt, die dieses Problem bereinigen kann. So, ein paar Worte zu den Boni. Die Boni, ihr seht, bei den Boni geht es darum, dass man alle Gegenstände, die sich in einem jeweiligen Bonuslevel befinden, einsammelt. Das sind in aller Regel Bananen, manchmal sind es jedoch auch Bananenmünzen. Wie viele wir eingesammelt haben, sehen wir links oben. Habt ihr gesehen, da waren diese Banane und die dazugehörige Schatzkiste. Ich bezeichne sie einfach mal als Bananometer. Sobald das Bananometer aufgefüllt ist, da dadurch eben aufgefüllt wird, dass wir alle Bananen und alle Bananenmünzen sammeln, erscheint ein Puzzleteil, wir sammeln das ein und der Bonus ist geschafft. Jedoch sollte man bedenken, es geht nur einmal. So, das reicht, hi! Cranky, was machst du hier? Nadja, ja, irgendjemand muss ja den Job machen, nicht wahr? Wow, du kannst auf den Stacheln springen. Ja, natürlich kann ich das. Dann ist etwas Stacheln, machen wir was aus. Ich owne die Stacheln. Meine Barthaare sind schlimmer als die Stacheln. Treffen meine Barthaare auf die Stacheln, werden die Stacheln vor Schmerzen aufschreien und werden davonlaufen. Cranky, weißt du, was lustig ist? Dass du irgendwie mit mir verwandt bist? Ich würde das eher als traurig bezeichnen. Nein. Ich hab mal so eine Ente gesehen, die hatte auch so einen Stab. Hey, ich möchte nichts von diesem komischen Dagobert hören, ja? Der hat total meinen Stab gestohlen. Sicher, ich glaube, der hatte den vorher. DK! Wie oft habe ich dich für Dummheit schon geschlagen? Ganz oft. Mit was habe ich dich geschlagen? Mit dem Stab. Oh. Also, können wir die Diskussion beenden? Okay. Also, Cranky ist hier neu dabei, zum ersten Mal als sozusagen Helfer Kong dabei und nicht als jemand, der im Hintergrund steht und einem entweder Ratschläge gibt oder einen dadurch beleidigt, dass er gegen einen Spiele, im Falle von Donkey Kong Country 3, oder eben einen Shop besitzt. Bei Cranky hat er immer unterschiedliche Methoden. Das ist das allererste Mal, dass er selbst spielbar ist. Und das Interessante dabei ist, würde ich doch sagen,
Ups, Mist, ich hätte den. Ich hätte die Schildkröte nicht zerstören dürfen. Was leider passiert, wenn ich mit Crankys Fähigkeit dagegen schlage. Mist. Hallo? Spawnt der mal wieder? No! Du warst so blöd, Mann! Jetzt wieder raus, wie das geht! Ich war so awesome, dass ich ihn umgebracht habe. Ja, jetzt muss ich das nochmal neu ausprobieren. Oh, zum Glück habe ich ihn nicht umgebracht. Crankys Präsenz hätte ihn mit Sicherheit. Moment, wie hat Cranky gesagt, seine Präsenz würde ihn umbringen? Was auch immer Präsenz heißt. Aber ja, das wirklich Spannende an ihm ist, dass er eben tatsächlich die Fähigkeit hat, die wir von Dagobert aus DuckTales kennen. Was vor allem im DuckTales Remastered, welches vor einigen Jahren erschien, nochmal deutlich wurde. Da, was auch so ein Ding ist, wo man sich denkt, man hat sich hier doch ein bisschen mehr abgeschaut, als sie den durchgegangen spielt. Sofort habe ich am Anfang des Videos. Deutlich bestört. Ist jetzt nicht unbedingt. Immerhin bekommt er so als Kong seine eigene Identität, aber es wird schon ein bisschen abgekupfert, muss ich sagen. Aber eben genauso wie Dagobert an spitzen Stellen so vorbeispringen kann. Das Timing ist ähnlich und die Sprunggenauigkeit ist auch sehr, sehr ähnlich. Was hingegen hier Sinn ergibt so ein bisschen, ist, dass tatsächlich Cranky der Kong ist, der oder von DK auf seinem Rücken getragen wird. Bei Diddy und Dixie stört es mich eher ein bisschen. Vielleicht liegt das daran, dass sie mal selbst spielbar waren. Aber Cranky wirkt für mich genauso wie jemand, der sich auf dem Rücken von Dicke setzen würde und sagen würde, kein Bock, das machst du jetzt, und sich dann auch tatsächlich darum kümmern würde. Ja, insgesamt muss man natürlich sagen, dass Cranky eher der Hardcore-Modus ist. Er ist, sagen wir so, er steuert sich im Einzelspieler nicht wirklich gut, also im Zweispieler besser gesagt, wenn man die dann alleine spielt. Er hat so eine besondere Fähigkeit, den gegenüber Stacheln machen, was aber nicht so häufig zum Nutzen kommt. Natürlich vielleicht zu Diddys und Dixies Schwebe- bzw. Hochflugfähigkeiten, Auftriebfähigkeiten ein ziemlicher Nachlass ist. Aber dennoch würde ich so weit gehen und zu sagen, dass das definitiv das beste Vierergespann von Kongs ist, die wir bisher haben. Yeah, weißt du noch? Das hab ich doch damals gerockt. Du meinst, als ich dich geschlagen hab? Ich bin ziemlich sicher, dass ich dann dazwischen kam und gegroovt habe. Weißt du noch die Bombe, die ich an dir geschmissen hab? Ja, mein Finger tut immer noch weh deswegen. Und ich muss mir eine neue Krawatte kaufen. Das sollte dich daran lehren, niemals meinen Auftritt zu unterbrechen, kapiert? Okay, bist du fertig? Aber es klingt so schön. Es erinnert mich an Bananen. Wunderschöne Bananen. Ich sag dir, wenn du jetzt nicht langsam gehst, werde ich dir die Ohren über das Feld ziehen. Okay, ist ja gut, ist ja gut. So. Genau, auch hier befindet sich ein geheimer Ausgang. Und den können wir dann direkt betreten. Gleich noch ein Satz zu den geheimen Ausgängen. Ganz kurz machen wir noch Cranky fertig. Ich sag mal so, dass man ihn hinzugefügt hat, tut, glaube ich, mehr hinzufügen als bei jedem anderen Kong, außer vielleicht von Lanky. Lanky wäre vielleicht nochmal ein bisschen interessanter als Cranky gewesen, aber ansonsten, wenn man so die anderen Kongs durchnimmt, die zur Auswahl stehen, hat er doch sozusagen die größte Diversität. Und er ist auch nicht komplett nutzlos. Man hat hier gerade bei den Stacheln-Level, ist es gut, ihn zu haben, weil er eben immun gegen die Stacheln ist. Aber auch in ein paar anderen Fällen. Gerade gegen Endbosse kann man die sehr zu seinem Vorteil nutzen. Zum einen, wenn man mit dem Pogo-Sprung, nenne ich ihn einfach mal, oder... Okay, das ist vielleicht zu so Trademark. Cranky-Stabsprung einen gewissen Schadens-Output machen kann, der bei Endbossen ein bisschen, ich sag mal, liberaler gehandhabt wird. Natürlich gegen Feuer kann er nichts machen, aber wenn da eben Stachelgegner sind, kann ich die auch besiegen, was cool ist. Wenn man schwimmend unterwegs ist, hat man mit Cranky sozusagen die Möglichkeit, so ich... Das einfach mal wieder auffilmen. Er hat mit Cranky die Möglichkeit, sozusagen nach vorne zu schlagen und seinen Stock so als lebende Waffe zu verwenden. Also er verwendet den Stab schon zu ein paar kreativen Möglichkeiten. Deswegen, ich werde ihn jetzt nicht ultra wie diese Let's Play verwenden, aber größtenteils schon. Hin und wieder. So, jetzt habe ich mal den anderen Weg. Ihr habt jetzt gerade schon gesehen, der geheime Ausgang war direkt am Ende und das leitet auch eigentlich mehr oder weniger in meinen großen Kritikpunkt über, was die versteckten
oder was die versteckten, die geheimen Ausgänge hier angeht. Wenn dieses Spiel hat eine gewisse Angewohnheit, nicht bei allen, manche sind auch gut, aber bei zu vielen Level hat es meiner Meinung nach die Angewohnheit, den versteckten Ausgang direkt neben dem Ziel zu platzieren. Was, naja, nicht wirklich die Idee von geheimen Ausgängen ist. Die Idee von geheimen Ausgängen ist ja, dass sie sich an irgendwelchen geheimen Stellen im Level befinden, bei denen man ein bisschen rumsuchen muss, um sie zu finden. Ja, am Ende muss man vielleicht ein bisschen rumsuchen, aber man kommt doch relativ schnell drauf und ja, es ist einfach, wie gesagt, ganz am Ende, dass man sich umschauen muss. Sodass man, wenn man den geheimen Ausgang holt und den tatsächlich gefunden hat, einfach das gesamte Level nochmal durchspielen muss. Oder eben, wenn man das Level normal abgeschlossen hat, einfach das gesamte Level nochmal durchspielen muss. Und das sollte eigentlich nicht der Sinn hinter geheimen Ausgängen sein. Sondern da haben es die New Super Mario Bros. Spiele tatsächlich besser gelöst. Und auch Super Mario World, dass diese natürlich auch manchmal ganz am Ende sind, aber in den allermeisten Fällen im Level irgendwo versteckt sind. Sei es jetzt eine Röhre, sei es irgendeine Ranke, die dazwischen liegt. Natürlich nicht ganz am Anfang, aber ich glaube, ihr wisst nicht, was ich meine. Und die Idee der geheimen Ausgänge ist jetzt nicht, das einfach irgendwo direkt beim Ende zu platzieren. Nicht, dass die jetzt alle einfach zu bekommen wären. Ich sage auch nicht, dass die alle einfach zu finden wären. Dennoch stört mich das bei so ein paar Punkten. Und das werden wir eben häufiger sehen. Deswegen will ich das einfach mal. So, 1b, was wir natürlich betreten konnten, indem wir eben den geheimen Ausgang betreten haben. Und ihr seht, ein geheimer Ausgang in 1.2 hat uns in 1a geführt. Dieser geheime Ausgang in 1.3 hat uns nun in 1b geführt. Das heißt, 1a führt nicht direkt zu 1b, was vielleicht eine Sache wäre, die man erwähnen müsste. Und schaut mal, Silhouettenlevels sind wieder da. Toll, oder? Silhouettenlevel waren einer der, ich sag mal, innovativsten Sachen in Donkey Country Returns. Wie gesagt, sie haben sehr, sehr viel verwaltet, sehr, sehr viel sicher gespielt. Die meisten Soundtracks waren remixed. Die meisten Themes waren Themes, die man bereits aus dem alten Donkey Kong Country kannte. Man hatte die gleiche Location mit der Kong-Insel wie im ersten Donkey Kong Country. Wie gesagt, sehr viel hatte sehr viel mit Sword Reboot zu tun. Man hatte nur Cranky als zusätzlichen Kong-Charakter neben Donkey Kong und Diddy. Also man hat sich wirklich hier auf die Stammgrößen fokussiert. Ehe man dann hier darauf kam, Dixie wieder zu holen und Cranky spielbar zu machen zum ersten Mal. Um dafür Funky den Job zu tun, das ist einfach sich viel mehr zu trauen. Aber eine der Sachen, für die man dieses Spiel immer wieder loben musste, die Silhouettenlevel. Und gleichzeitig für die Besonderheit, die Silhouettenlevel geblieben sind. Denn es gab genau 3 Silhouettenlevel in Donkey Kong Country Returns. Das hat auch dafür gesorgt, dass diese längst nicht alt wurden, sondern stets besonders blieben, stets innovativ blieben und immer fantastisch ins jeweilige in den jeweiligen Flair vom Level integriert waren. Wir hatten das erste, das war Küss dem Dämmerlicht, hieß das, glaube ich, was sich dann perfekt mit der Strandwelt angepasst hat, wunderschöne Atmosphäre geboten hat. Dann hatten wir eines in der Fabrikwelt, wo es stattdessen darum ging, dass wir sozusagen im Hintergrund ganz, ganz viel Fabrikrauch hatten. Und das war ebenfalls super eingebaut, weil es dann eben zu dieser Atmosphäre beigetragen hat. Und dann hatten wir das in der Lava-Welt, was jetzt vielleicht das schnellste Silhouetten-Level war, aber dennoch wunderschönen Kontrast mit den sehr farbenfrohen Lava-Stößen hatte. Sieht man auch hier, wenn man sich zum Beispiel die roten Leben anschaut oder Dixies Kleider, DKs Krawatte, sieht man doch einen ziemlich großen Unterschied. Und damit ich einfach mal direkt darauf hinweisen, wie cool das ist und auch, dass man hier diese Level wiedergebracht hat. Allerdings gibt es hier nicht wirklich viele Silhouetten-Level. Ich glaube sogar, dass das hier das einzige ist. Ich bin mir da jetzt nicht ganz sicher. Auf jeden Fall ist man hier wesentlich spärlicher, was das angeht. Als noch ein Donkey Kong Country Returns. Wie gesagt, ich finde es gut, wenn diese Sachen spärlich bleiben. So sehr ich dieses Spiel auch mag, aber hätte man das zu oft eingesetzt, wäre die Kunstform, die es eigentlich war, weggegangen. Hey, Dicke, da ist ein Stern. Wow, warum musstest du das so stehen bleiben müssen? Ach, ich habe so ein Händchen für Sterne. Ich bin ein Star, weißt du? Oh, ich wusste nicht, dass du auch ein Stern bist. Leuchtest du dann für Diddy? DK, das war kitschig. Keine Ahnung, ich dachte nur, wenn er vielleicht nachts ins Bett gehen muss, dann kannst du leuchten für ihn.
so ganz hell, verstehst du? Moment, du glaubst, dass ich du meinst das nicht. Du meinst das nicht symbolisch, sondern du glaubst wirklich, dass ich ein Stern bin. Du hast doch gesagt, du bist einer. Verwandelst du dich denn eigentlich immer, oder? DK, bring lieber die Gegner um. Okay, okay, ich bin ja schon dabei. Aber genau. Und es passt natürlich auch schön in dieses Dschungellevel, muss ich sagen. Man sieht halt wirklich, was man damit machen kann. Und ja, man kann wirklich viel damit machen. Aber gut. So, jetzt habe ich das... Ah, ich habe das O übersehen! Und das passiert mir ständig, weil dieses O ist... es ist schwer zu sehen. Es ist wirklich schwer zu sehen. Und das ist eben das Fiese bei diesem Silhouetten-Level. Da verstecken sich dann teilweise auch wirklich fiese Sachen. So. Hier, das habe ich schon, das Puzzleteil, oder? Yo. Okay. Dann geh ich doch direkt hoch und hole das O. Tut mir leid. Ich bemühe mich natürlich darum, die Sachen direkt, sobald ich dort bin, auch tatsächlich einzusammeln, aber dieses O hat's echt in sich, und zwar hier. Aber zumindest mir geht es so, ich sehe diesen, sozusagen, nicht nur die Platte, die da unten geht, sehe ich sehr schwer, sondern auch das O sehe ich sehr schwer. Vielleicht wäre es schöner gewesen, hätte man die Buchstaben genauso wie die Krawatte farblich hervorgehoben. Aber vielleicht wollte man das auch nicht wirklich vereinfachen. In jedem Fall, ja. Könnt ihr mir ja eure Meinung zu den Silhouetten-Level schreiben und auch dazu, dass es in Tropical Freeze wieder so wenige gibt. Ich würde dennoch sagen, cool, dass man das sozusagen wieder aufgebaut hat. Schön, dass man das Ganze nicht inflationär verwendet hat und es zu was Besonderem gehalten hat. Denn so kehrt man auch immer wieder gern zu diesen Leveln zurück. So, die Bodies, ich nehme an, jetzt muss ich die ganzen Bananen sammeln. Das ist ohne Dixie echt schwierig. Dass die Idee schon größtenteils war, dass dieses Level auf Suchen basiert. Ja, weil wir jetzt doch vor allem immer wieder stehen bleiben mussten, um kleinere Geheimnisse zu erkunden. Sachen aus dem Boden zu ziehen, Platten wie hier erscheinen zu lassen. Und ich nehme an, dass deswegen eben tatsächlich auch die Buchstaben sozusagen mit in den Hintergrund verschwommen sind. So, okay, damit wäre das geschafft. Und ich werde den Part natürlich an dieser Stelle beenden. Wir haben bereits sehr, sehr viele tolle Level hier in Donkey Kong Country Tropical Freeze gesehen. Und es wird nur besser, das kann ich euch versprechen. Die Welten steigern sich eigentlich permanent, würde ich sagen. Oh, wobei ich jetzt nicht unbedingt sagen würde, dass die letzte auch zweifelsohne die bessere ist. Aber gewisse Aspekte, sage ich mal, steigen. Wenn andere vielleicht gleich bleiben oder ein bisschen sinken. Aber insgesamt, schöne Progressivität. So, danke für die Aufmerksamkeit. Das war Donkey Kong Country Tropical Freeze. Wenn der Part euch gefallen hat, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Wenn ihr abonniert, damit ihr nichts verpasst. Mir auf meinen Social Media Kanälen folgt. Und das nächste Mal wieder einschaltet, wenn wir in Wipfelwirrwarre weitermachen werden. 1-4. Ich freue mich auf euch. High Five und bis dann.